allerersten Mal darf ich die ersten Worte in der Sendung sprechen, weil die haben gerade überlegt, wie fangen wir eigentlich an? Da habe ich gesagt, ich mache einfach mal. So schnell ist man seinen Job hier los. Wir waren schon unterwegs, heute Morgen mal wieder ganz früh. Wir waren wieder beim Pier von Kailua Kona, beim Frühschwimmen. Es war sensationell. Das Erlebnis Coffee Boat, unfassbar. Ein unvergessliches Erlebnis. Das war so gut, dass wir das ganz kurz in unsere Begrüßung reinschneiden, würde ich sagen. Und zwar jetzt. Ein Coffee-Berg. Das gibt's ja wohl nicht. Da stimmt man hier hin und hat ein anderes Leben. Da geht denn der Kaffee aus? Oh, morgens. Ich glaube, es hackt. Ja. Sensationell. Sensationell war's. Da schwimmt man raus zum Coffee-Boat und kriegt keinen Coffee. Kleiner Fail also an dieser Stelle. Etwas holpriger Start in den Tag. Dafür erwartet uns jetzt noch ein ganz geiles Programm. Erstens kriegen wir unsere Akkreditierung, damit wir am Renntag auch möglichst viele Bereiche sehen dürfen, um geile Aufnahmen zu machen und viel mitzukriegen. Genau. Und dann? Nach der Akkreditierung starten wir... Nach der Akkreditierung gehen wir zur Pressekonferenz. Ach ja, Pressekonferenz. Der Profis. Der Profis. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Es gab zumindest in der deutschen Presse einen kleinen Clinch zwischen Patrick Lange, Sebastian Kiene, Jan Frodeno war auch irgendwie noch dabei. Das hat ziemliche Wellen geschlagen. Also zumindest das, was wir von hier mitbekommen haben, war das echt Thema. Es war viel diskutiert. Und die Pressekonferenz hier auf Hawaii wird das erste Aufeinandertreffen. Ja. Pokerface, gucken, was passiert. Das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht gibt es eine Schlägerei. Ja. Lass uns überraschen. Wir feuern dann an. Ja. Mal gucken, für wen wir uns entscheiden, aber wir feuern an. Danach geht es weiter von der Pressekonferenz zu einem nächsten Gesprächspartner. Bam. Sagen wir schon, wer es ist? Ja. Okay. Wir sprechen mit Nies. Genau. Der schon so lange im Triathlon dabei ist und wir schließen ein bisschen an das Thema Sebi Patrick Frodo an. Und zwar geht es um psychologische Kriegsführung. Soll es gehen. Der Nies, der hat halt auch das damals mitbekommen zwischen Fares und McCormack und Norm Stadler und hast du nicht gesehen. Also alles, was es damals so schon gab. Da wollen wir mit ihm drüber sprechen, was er so dazu zu sagen hat. Und sicherlich auch noch irgendwie weiter rumphilosophieren, so ein bisschen über Gott und die Welt. Eben. Und dann, Abschluss, kleines Dein weiteres Thema. Tageshighlight, werden wir uns angucken dürfen, den Aufbau des Canyon Speedmax von Patrick Lange. Und werden dazu mit dem Wolfi sprechen. Jetzt sind wir so Wolfi zusammen, finde ich immer noch ein bisschen komisch, aber Wolfi ist halt Wolfi. Wolfi ist der Entwickler des Speedmax und wird uns die Details erklären und einfach mal alles zeigen am Rad. Und wir können halt einfach mal sehen, wie das Rad frisch gemacht wird für den Tag des Jahres, wo auf jeden Fall nichts schief gehen sollte am Rad. Ich bin gespannt. Ich auch. Let's do it. Boom. Geht ab? Noch nicht viel, aber es geht gleich los mit der Pressekonferenz der Profis vor dem Ironman Hawaii. Und zwar im schönen Garten, schon wieder im Garten, wir waren ja gestern schon in einem Garten, aber dieses Mal im King Kamehameha Hotel. Auch am Pier von Kailua Kona, auf der anderen Seite vom Schwimmstart sozusagen. Und wir sind mal gespannt, irgendwie den Profis jetzt mal so kurz vorher ins Gesicht zu schauen, das ist meistens ganz spannend. Alf Rotter. Hi. Hey. Ja. Jo. Always. Have you done this race before? Yeah, hey, can I pay you like 5,000 bucks to make a YouTube video of me? Yeah. Just like sleeping the night before. No, I'll pay you. Okay. I'll pay you. I don't want to repeat. Mommy. Crazy. Thank you, man. You're welcome. Hey.
I think you can't race your own race here, at least not in the pro field. There's way too much tactic involved, that's for sure. And I mean, I wish I would be able to show any other tactic than in the last year. Swim in the front pack, sit in the pack on the bike, attack on the last 60K on the bike, and then run it to 239 marathon or something like that. But unfortunately, this is very unlikely to happen. So therefore, it's going to be the same. If you want to call it tactic, then you can call it tactic. But it's more like that's the only way I'm able to do this race. I remember the energy that we both had, and I remember thinking, I wish you would just punch me in the face right now. There was no way for me to convey, like I had no shame, no nothing, no negativity inside of my performance, and neither did he. And it felt like we like actually were feeling the same energy, and there was just no way to describe it other than just please punch me in the face, and you would have done it, and I would have said again, because there was no way to describe it. And so second place was irrelevant. It was the battle, it was the effort, it was everything I had. I had nothing left. When he came by me, I gave it everything. If you see the picture, it literally, my brain said go, and my body said absolutely nothing left, I'm sorry. So there was no negativity inside me, whatever. It was an amazing experience, amazing day, and I have no regrets. Just look down that row, it's a tough competition, and it drives me day in, day out. To win this race again, and I can't wait to have another chance for it on Saturday. Wir beide starten beim Ironman Hawaii als Top-Favoriten. Da muss er schon lachen, aber ich weiß, das ist witzig, die Vorstellung. Aber dann liest du in der Zeitung, dass ich behaupten würde, du wärst ein Betrüger, Windschattenfahrer, Regelbrecher. Wie würdest du reagieren? Also, weil wir beide uns so gut kennen, würde ich bei dir anrufen, fragen, was da geht. Ich glaube, wenn... gesetzt den Fall, das würde so kommen, ja, im Gedankenspiel, dann hätten wir beide das vorher abgesprochen. Wahrscheinlich schon, um ein bisschen Publicity, was zu erreichen, irgendwie, ja, was draus zu machen, was cool ist. Ich wäre ganz schön angepisst, wenn ich weiß, dass ich fair fahre, wenn ich weiß, dass ich ein Lutscher und Betrüger bin, oder nicht Betrüger, aber wenn ich weiß, ich würde die Regeln so weit dehnen, wie es geht, dann wäre ich irgendwie auch angepisst. Aber gefühlt könnte ich auch irgendwie nicht so richtig was dagegen sagen, weil du ja recht hast. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Weil nee, keine Ahnung. weil es halt gerade ja die aktuelle Situation der beiden Top-Favoriten gibt in Deutschland, Patrick Lange, ja, Sebastian Kienle, ja, Sebi sogar noch mit so ein bisschen Rückendeckung von Jan Frodeno. Ich habe das so gelesen und muss ehrlich sagen, ich war... so total zwiegespalten, wie ich das finden soll. Auf der einen Seite finde ich es cool, wegen Rivalität und endlich mal so ein bisschen Ellbogen-Mentalität im Profizirkus. Hatten wir lange nicht mehr. Genau. Ein bisschen immer rosa Welt und jetzt... Jetzt passiert mal wieder so ein bisschen was, das finde ich cool. Auf der anderen Seite kann man es auch so ein bisschen sehen, da sprechen halt so die zwei Verlierer der letzten Jahre so auf Hawaii. Also des letzten Jahres. Beide haben das Rennen dann nicht mehr gewonnen und man kann es auch so auffassen, das ist so die schlechte Verlierermentalität. Ja, kann man so sagen. Wobei, also ich meine, wenn du das Gefühl hast, dass da wirklich jemand die Regeln halt überdehnt,
Und das scheinen sie ja wirklich, das scheinen sie wirklich zu haben. Und das weiß ich auch von beiden, nicht nur, habe ich nicht nur in der FAZ gelesen, sondern ja, dass dieses Gefühl in der Szene herrscht, das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Ja. Und dann hat das, ja, könnte man so denken, glaube ich irgendwie nicht. Ja. Ich glaube eher, dass es sowas ist wie, jetzt hat es endlich mal einer gesagt, dann kann man halt auch noch einen draufsetzen. Das gerade ich nämlich auch, weil wie du sagst, ich glaube, für Leute, die da schon länger dabei sind und vielleicht auch so ein bisschen mehr Insiderwissen haben, die können das besser einordnen. Mhm. Und die haben auch das Gefühl, da spricht mir jemand aus der Seele damit. Ist natürlich schwierig für die Leute, die eigentlich nur Fan vom Triathlon sind, wenn der Ironman Hawaii stattfindet und vor allen Dingen dann auch Fan sind immer von dem Neuen, der gewinnt. Ja. Das ist meistens in Deutschland. Wobei man mal ja ehrlich sagen muss, so ein FAZ-Artikel, wo es so ins Detail geht, interessiert auch eigentlich nur, oder da können nur die Leute, die wirklich ein bisschen drinstecken in der Szene, was mit anfangen. Ja, die anderen kapieren das. Weil die anderen so, ja, warum, ja, was wollen die jetzt? Ja. Also ich meine, kannst du auch Regelwerk hin und her, 12 Meter oder 6 Meter, da denken die normalen Leute, ist egal. Ja, ja. Das Thema ist, worüber wir eigentlich sprechen wollen, psychologische Kriegsführung. Und das wollen wir mit dir besprechen, weil du einfach schon so lange in der Szene dabei bist. Und weil ich nämlich, wenn wir beide als Favoriten starten würden, würde ich dich psychologisch anrufen. Kleinkriegen, würdest meinst du? Du würdest meinen Psychologen anrufen. Ja, genau. Du hast einfach diese ganzen Rivalitätskämpfe, die es gab, miterlebt. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus deiner Erinnerung erzählen, welche waren das, wo war die Rivalität gespielt, wo war sie wirklich ehrlich und wo besteht die vielleicht auch noch, dass du uns das mal so ein bisschen ich versuch's. Die Geschichte der Rivalitätskämpfe erzählen. Ja, alles klar. Fangen wir jetzt an und gehen so genau in den Jahren ein bisschen zurück. Ich habe jetzt auch nicht alles miterlebt, aber die letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre vielleicht irgendwie intensiver. Ja, ich glaube, aktuell ist es so ein bisschen diese Rivalität fast alle gegen Patrick Lange, weil er eben eine andere Renneinteilung hat. Und, glaubst du, das kommt nur durch die Renneinteilung, weil die anderen sagen, so gegen den Lauf sind wir machtlos? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das kommt daher, dass jemand, also Patrick hat die Langdistanz so schnell gelernt, dass es sich komisch anfühlt ein bisschen. Und ich glaube, der Hauptgrund ist aber tatsächlich, dass er eigentlich in fast jedem Jahr, bevor er vielleicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber vielleicht hat er ja so ein bisschen den Star-Bonus, nachdem er hier Dritter war, oder Ironman Hawaii-Sieger, den gibt es nicht so schnell eine Karte, aber eigentlich hat er in den Jahren vorher ja wirklich mindestens einmal im Jahr irgendeine Bestrafung in Form von irgendeiner farbigen Karte bekommen, bei irgendeinem Rennen. Ja, insofern ist da ist, glaube ich, was dran, dass die Leute halt das deswegen scheiße finden. Und wenn man das vergleicht mit der größten Rivalität, die ich jetzt davor gesehen habe, da war es Chris McCormack, Norman Stadler, die sich hier nach dem Zieleinlauf, nach Normans Sieg, ja, wo Macker ziemlich nah dran war, die waren halt wirklich kurz davor, sich richtig zu prügeln. Und Fares hat auch mit ordentlich reingehalten. Da ging es auch darum, Macker hat ja auf dem Rad nichts gemacht. Aber bei Macker war es so, dass der, glaube ich, also so, das habe ich zumindest so erlebt, das, was jetzt gesagt wird über Patrick, ist ja, dass er die Regeln überdehnt. Also nicht, dass er halt immer mit 12 Meter und 1 Zentimeter fährt, Abstand, sondern eher halt mit 6 Metern und guckt, was los ist. Ich kann das nicht einschätzen. Ich bin nicht dabei auf der Strecke, ja, deswegen weiß ich es nicht. Von dem, was man von außen gesehen hat, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch schon ein paar Situationen gesehen. Ich mag Patrick gerne und ist ein netter Kerl und alles, aber ich habe selber Situationen gesehen, wo ich gesagt hätte, also ich, wenn ich Kampfrichter gewesen wäre, hätte ich dem eine Karte geben müssen. Okay. Auch im Kraichgau dieses Jahr zum Beispiel, immer mal wieder. Das sind natürlich so kleine Momentaufnahmen, die ich dann nur gesehen habe. Vielleicht wäre ich da falsch gewesen. Und wenn ich Kampfrichter wäre, hätte ich da mitfahren müssen, um das beurteilen zu können. Insofern ist das zu viel gesagt, aber ich kann es nachvollziehen, dass man da an so einer Stelle über jemanden dann was Schlechteres denkt, als vielleicht da ist, wenn so oft irgendwas Komisches passiert. Ja. Bei Macker war es aber, glaube ich, eher so, dass der halt nicht das Regelwerk überdehnt hat, sondern er hat es halt komplett ausgeschöpft. Er ist dann wirklich nur hinterhergefahren und dann hatte er zum Beispiel in Rot Kieran Doe, seinen sehr guten Schwimmer, den er halt extra mit zu den Rennen nimmt, der ihm halt Wasserschatten und Windschatten gibt. Ja. Oder Windschatten im erlaubten Bereich. Aber wir wissen beide, dass im erlaubten Bereich halt auch locker mal 10% Leistungssteigerung sind. Profitiert man schon, ja. Also selbst wenn du mit 12 Meter Abstand fährst, dann sind es teilweise
ja, 25 bis 35 Watt, die du sparen kannst. Und das sind auf dem Niveau, bei dem die fahren, 10% Einsparung. Ja. So, die sind legal und das ist alles cool. Bei Macker war es, glaube ich, eher so, dass die anderen ein bisschen angepisst waren, dass er das so komplett ausnutzt und sich jemanden engagiert, ja, der Geld dafür kriegt, dass er halt vorweg schwimmt und vorweg fährt. Ja. Und die anderen diese Möglichkeit nicht genutzt haben oder nicht nutzen wollten. Oder aber interessant ist ja da so diese psychologische Kriegsführung. Ich sag mal, wenn die sich nach dem Rennen die Köpfe einhauen wollen, dann ist das ja eigentlich schon das Resultat davon. Ja. Das findet ja eigentlich alles vor dem Rennen, ja, statt, wie jetzt auch. Ich, ja, meine, die Geschichte in der FAZ erscheint 3 Tage vor dem Rennen. Da war ja auch viel vorher bei Pressekonferenzen irgendwelche Aussagen und so. Was glaubst du, wie viel Einfluss kann sowas tatsächlich auf ein Rennen haben? Ich glaube, das kann richtig, wirklich richtig viel Einfluss haben. Weil wenn ich mir das jetzt angucke, dann glaube ich zum Beispiel, dass auch im Frühjahr, als Andi Böcherer irgendwie wirklich stärker war als Patrick Lange auf Gran Canaria und dann vor Busch Hütten, hat der auch Säbel gerasselt. Ja? Mhm. Mit Beat the Record Breaker statt, ja, Be the Record, ja, okay, Breaker als Hashtag. Und auch, da sind auch Interviews gekommen, wo er gesagt hat, also ich glaube, der Kurs liegt Patrick nicht. Ja. Und ich habe das so wahrgenommen, ohne mit Patrick gesprochen zu haben. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, weiß ich nicht. Aber ich habe es so wahrgenommen, dass er wirklich mental schon vorm Rennen ein bisschen gegrillt war, weil es dir in den Kopf kommt, wenn du dich drum kümmerst. So ein Chris McCormack oder ein Andreas Rehlert, der hat den ganzen Kram halt, also Andi Rehlert hat sowas nicht gelesen, deswegen hat sie ihn nicht beeinflusst. Chris McCormack hat das alles aufgesaugt und es hat ihn motiviert. Ja, ja. So, glaube ich, sind ein bisschen die Unterschiede. Aber man kann jemanden damit echt weich kriegen. Und jetzt eine Beobachtung, die wir bei der Pressekonferenz vorhin gemacht haben, vielleicht auch als Schlusswort schon. Ich sehe es genau wie du, dass Patrick einer ist, der sich von sowas, den das nicht kalt lässt und der sich auch im Laufe der Saison gefühlt hat angreifen lassen, mhm, und dem man das auch angemerkt hat, wie du es gesagt hast. Hier kein Stück. Also ich fand das, den Auftritt, den er hingelegt hat bei der, ja, Pressekonferenz, schwer beeindruckend. Ich habe es nicht gesehen, aber ja. Also das ist so quasi jetzt die Beobachtung, die ich gemacht habe, bezogen auf das, was du gesagt, ja, hast, dass er super selbstsicher gewirkt hat. Er hat dem Sebi gestellt, hat sich da nichts anmerken lassen, war super cool. Hat auch auf so die ein oder andere Stichelei, die Sebi bei der Pressekonferenz hatte, nicht reagiert, total drüber gestanden, super cooler Auftritt, also das muss wenn ich auch das, sagen. Wenn er das tatsächlich hingekriegt hat und das jetzt nicht Show war, dann glaube ich, ist das für ihn ein richtig großer Schritt, ja, also wirklich ein richtig großer Schritt, weil ich auch glaube, dass er teilweise sich, also er hat zum Beispiel ja eine Instagram-Story irgendwie gehabt, nachdem Lionel Sanders gepostet hat, der ist heute 5x1000 gelaufen oder ich glaube es waren 8x1000 in den und den Splits. Dann kam irgendwie einen Tag später von Patrick eine Story mit, aha, ich bin 8x1000 gelaufen und das war immer 5 bis 10 Sekunden schneller pro Tausender. Okay. Kann auch Zufall sein. Ja. Muss nichts bedeuten. Ne? Kann sein, dass sie beide halt 8x1000 gelaufen sind und Patrick eben schneller. Macht er im Rennen ja auch. Werden wir Samstag sehen. Aber wenn er das wirklich komplett wegsteckt und sich davon nicht beeinflussen lässt, dann hat er einen Reifeprozess durchlaufen, der ihn, finde ich, zu einem noch viel würdigeren Hawaii-Sieger macht. Ja. Also das, der hält den Streckenrekord her. Das ist irgendwie, macht man auch nicht mal eben so. Und ist eben auch der stärkste Läufer. Und der spielt ja auch seine Karten. Das muss man ja auch sagen. Und wenn er dabei bleibt, dann ist es cool. Wo man es gesehen hat, dass er es in Frankfurt, glaube ich, wollte er was beweisen. Und da hat Frodo das ja auch super schlau gemacht, ihn vorzuschicken auf dem Rad. Und es ist schief gegangen. Wenn er daraus jetzt echt gelernt hat und sagt, es ist mir doch egal, was ihr daraus macht. Und ich fahre jetzt halt mit 12 bis 15 Metern Abstand und der gewinnt das Ding nochmal, dann Kappe ab und ja, super was gelernt. Absolut. Ben war das hier, weil das Rumphilosophieren macht natürlich unheimlich viel Spaß, auch mit dir. Aber Samstag wissen wir mehr. Ich bin schwer gespannt nach der Pressekonferenz heute noch mehr als vorher schon. Ja, danke für die Zeit. Also, du musst jetzt irgendwie wie an Infos aus der Pressekonferenz kommen. Da waren wir ja. Die gibt's ja. Die gab es schon. Vor dem, was wir hier tun. Ja, weiß ich. Aber ich habe noch nichts gehört. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich an die Infos komme. Ja. Wie es war und wer was gesagt hat. Damit ich es nachvollziehen kann. Richtig. Es gibt nie
Größeres für mich. Und es ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, Wolfi, Stefan von Canyon. Wir haben heute ja das Glück, uns einmal die Wettkampfmaschine von Patrick Lange anzugucken. Und das quasi passend zum Facelift des aktuellen Speedmax. Aber hier geht es natürlich erstmal darum, dass Patrick am Samstag richtig abliefern kann. Und dazu gehört natürlich ein ganz geiles Rad, was auf jeden Fall top funktioniert. Und das Ding sieht ja schon mal schnieke aus. Wolfi, was ist passiert am Rad? Ich denke, die meisten von den Zuschauern werden das Project 101 schon kennen. Ist ja ein bisschen vorgestellt worden durch einen Film, aber es ist natürlich am Rad jetzt verbaut. Wir haben insgesamt 4 Cockpits gedruckt. Eins zum Testen, eins als Spare Part und wir haben 2 komplette Räder mit in Hawaii dabei. Und ja, das zusammen mit dem eigentlichen Facelift-Cockpit dann bildet die vordere Einheit und hinten ist es eigentlich das Rad, das wir schon immer gehabt haben. Ja, das heißt, Facelift habt ihr jetzt ja gerade an den Start gebracht. Wie viel vom Serienrad findet sich an Patricks Rad wieder? Ja, also vor der tragenden Struktur, sprich von den Carbon-Teilen, eigentlich alles komplett. Also der Lenker ist ganz normale Serie, die Flasche ist auch aktuelle Serienproduktion. Alle Spacer und die Brücke zwischen den beiden Flaschen ist auch Serie. Das Einzige, was customized ist, sind die Extensions und die Armschalen. Ja, das heißt also eigentlich ist, sagen wir mal, 90% oder die Hauptkomponenten ist es ein Serienrad. Das heißt, keiner hat die Ausrede, nicht so schnell zu fahren. Fast nicht so schnell zu fahren wie Patrick Lange am Samstag. Exakt, ja. Aber Stefan, du bist derjenige, der verantwortlich ist, dass das gute Gerät auch richtig schnieke ist am Renntag. Was sind so die Sachen, die du da so im Fokus hast? Was ist so, worauf kommt es an da? Ja, also eigentlich sind ja die Räder von Patrick immer wirklich tipptopp gepflegt. Das ist ein Athlet, der sehr auf das Material achtet. Was ich halt mache, ich bringe meistens die Räder mit zum Wettkampf hin, also er kann damit anreist. Und ich gucke einfach nochmal alles nach, aber es ist jetzt nichts mehr, was den nochmal komplett vor dem Rennen nochmal ändert. Also Reifen, Kette, Cage, spezielle Lager, Tretlager, die Lager von den Laufrädern. Das hat natürlich alles nochmal für Ceramic Speed getuned. Und ja, das sind halt wirklich nur noch Nuancen, die wir da rauskitzeln, aber wir wollen halt keine Sekunde auf der Straße liegen lassen. Ja, das ist ja, glaube ich, so, also Radvorbereitung für Wettkampf ist, glaube ich, auch für viele Age-Grupper immer so ein Thema. Man sieht katastrophale Dinge in Wechselzonen. Mhm. Wir hatten schon darüber mal gesprochen im Podcast. Und weiß nicht, wenn du sagen müsstest, wie viel Zeitaufwand geht eigentlich in die vernünftige Präparation von so einem Rad vom Wettkampf? Also ich sag mal so, wenn man das Rad generell immer pflegt, ist das eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Ja? Man sollte vielleicht vorher den Antrieb vor so einem Rennen mal kontrollieren, neu machen, die Kette richtig sauber machen, entfetten, vielleicht ein richtig gutes Kettenöl verwenden oder ein guter Schmierstoff. Gibt es ja wirklich gutes Zeug mittlerweile. Und die Bremsbeläge nochmal kontrollieren. Aber eigentlich, wenn man ein Rad pflegt, ist man so im Race-Setup. 20 Minuten vorm Rennen reichen mir wirklich aus. Wenn der Rad wirklich im guten Zustand ist. Wenn du das machst. Also, mir kriegst du den schneller von der Hand. Aber so ein Age-Gruber, wenn der eine Stunde da investiert, soll das sein Material eigentlich schon tipptopp in Ordnung sein. Ja, ja. Wolfi, wie lange brauchst du, um dein Rad fertig zu machen? Ich mache keine Wettkämpfe. Aber ich pflege es natürlich auch gut. Aber ich darf sagen, auch wenn man die Kette sauber macht und so weiter, ich brauche vielleicht eine Stunde. Ja. Muss mich zu der Frage bringen, warum der Stefan schon seit einer Woche da auf der Insel ist. Warum ist der eigentlich hier? Ja, genau. Nein, aber du bist ja wirklich irgendwie auch Vertrauensperson für mega viele Athleten, die irgendwie bei Canyon am Start sind. Ist ja auch irgendwie, ich sag mal, ein wirkliches Vertrauensverhältnis zu sagen, hier ist mein Rad. Ich vertraue dir, dass du das an den Start bringst und das dann halt auch zu gewährleisten. Und da pflegst du ja, glaube ich, ein richtig enges Verhältnis halt auch mit deinen Athleten. Ja, auf jeden Fall. Wir haben so vor 3 Jahren ungefähr damit angefangen, dann wirklich einen richtig guten Support zu liefern. Das heißt, den Athleten wirklich, dass er sich um sein Material überhaupt keinen Kopf mehr machen muss. Das heißt, wenn Patrick Lange am Samstag am Rad immer kaputt ist, kann er trotzdem am Sonntag an die Startlinie gehen, er weiß, dass das Rad perfekt dasteht. Und jetzt natürlich nehmen sie noch immens Druck, weil er wirklich weiß, dass das funktioniert. Und wie gesagt, wir machen das seit 3 Jahren, kümmern uns halt wirklich um die Athleten. Also wir stellen den Athleten nicht ein Rad hin,
und nach mir die Sinnflut, sondern wenn du bei Canyon oder bei uns in einem Vertrag bist, dann hast du halt das Glück, dass du halt wirklich einen Top-Support hast. Deswegen haben wir auch relativ wenig Athleten in einem Vertrag, weil wir halt wirklich gewerkstellen wollen, dass wirklich das Rad tip-top ist oder das ganze Material wirklich 1A im Zustand ist. Ja, ich glaube, man sieht, dass das funktioniert, wenn man sieht, wie dich die Athleten irgendwie bei den Wettkämpfen dann immer auch begrüßen. Oder das ist alles irgendwie sehr herzlich. Also ich denke mal, das scheint eine ganz gute Kombination zu sein. Ja, ich habe wirklich ein gutes Verhältnis zu allen Athleten eigentlich. Das ist schon fast manchmal freundschaftlich oder heißt fast, das ist eigentlich so. Und von daher macht es doch mega Spaß, dann so einen Beruf auszuüben halt. Ja, ja. Hast du noch irgendwie ein besonderes Teil am Rad, wo du sagst, das ist jetzt bei Patrick gerade was, da, das ist irgendwie nochmal besonders special, wo du sagst, da achtest du drauf? Ja, der Patrick fährt ja von Schwalbe einen Entwicklungsreifen, ist ein Tubeless-Reifen. Der ist wirklich zurzeit so mit, ich würde mal sagen, das schnellste, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Dann fährt er einen speziellen Cage, wo nochmal die Friction von der Kette reduziert wird. Er hat eine Keramikkette und wie gesagt, alle Lager sind eigentlich ausgetauscht. Ganz speziell ist sogar noch beim Patrick, der fährt ein Tretlager, der nennt sich Coded, das ist eigentlich ein Keramiklager, wo die Keramikkugeln nochmal beschichtet werden. Das heißt, die sind nochmal härter und läuft halt nochmal einen Tick besser wie ein normales Keramiklager. Mhm. Was natürlich auch immens teuer ist und wo man sich dann auch immer mal fragen muss, macht das Sinn? Oder Sinn macht auf jeden Fall, wenn man da wirklich alles auspeitschen will, aber so ein Coded-Lager kostet halt auch ein richtig Schweinegeld. Ja, ja, ja. Aber am Ende, jetzt am Samstag, kommt es halt auf alles an. Ja? Da kommt es auf jede Sekunde an. Ja. Ja. Ob mir das so großartig was bringt, ist dann wiederum die andere Sache, aber ist ja also gut, dass es solche Sachen gibt. Wollen wir vielleicht noch kurz zum Abschluss einmal das Thema Facelift des aktuellen Speedmax. Was ist das, was sich jetzt, wenn für den Edge Cooper, wenn der überlegt, sich eins zuzulegen, was ist das, was sich geändert hat? Hauptzutaten sozusagen? Also es beginnt eigentlich beim Basebar. Mhm. Der ist nicht mehr UCI-legal. Also sprich, der hat kein 3:1 Shape mehr, sondern vielleicht 5:1. Mhm. Das bringt nochmal ein bisschen was in der Aerodynamik. Ja, die Spacer sind integriert in der Form der Flasche. Mhm. Und was aber wichtig ist, ist, dass alle Einstellmöglichkeiten eigentlich erhalten bleiben. Also selbst man sieht es ja vielleicht in der Aufnahme von Patrick seinem Rad, die Athleten fahren gar nicht mehr so aggressive Positionen, sondern es werden jetzt hier auch ca. 60 mm Spacer verbaut an dem Rad und es schaut halt einfach sehr schick aus, wenn das nicht mehr zu sehen ist, sondern wenn die Armpads quasi über dem Basebar fliegen. Ja, ja. Und so hat aber auch dann selbst der Hobbyathlet mit dem Serien-Speedmax eigentlich ein super cleanes Cockpit, auch wenn er keinen individuell angepassten 3D-gedruckten Vorbau oder Extensions hat. Ja. Exakt. Also auch für die Age Group ein weiterer Vorteil ist der, dass wir die Spacer unter den Armschalen weggenommen haben und weiter in die Mitte. Und bei dem serienmäßigen Facelift ist dann auch ein Carbon-Spring verbaut, um nochmal mehr Komfort zu bieten. Auch, ja. Ja, super gut. Ich würde sagen, vielen Dank, dass wir uns mal das Rad hier von Patrick angucken durften, auch so aus der Nähe. Das war ja doch immer so ein bisschen aufgeregt und vorsichtig, wenn man anfasst, nichts kaputt machen. Aber ja, vielen Dank euch zweien. Danke. Dankeschön. A lightweight shoe is essential. You need to be able to speed up at the end to win a race. I'm Niels Pennekamp. I'm a high performance athlete. I move me. This is my story. Der entspannteste Tag bisher, finde ich. Ja, es war nicht ganz so viel los, das ist falsch, es war nicht ganz so busy heute. Ja. Ich komme mir fast ein bisschen schlecht vor. Ja, nichts gemacht heute. Rumgehangen und irgendwie nur gechillt. Mhm. Wie man sieht, stimmt das nicht. Ja, wie man gesehen hat, stimmt das nicht. Wie man gesehen hat, stimmt das nicht. Wir haben trotzdem ein bisschen was gemacht. Es war nicht ganz so actionreich wie in den letzten Tagen, aber trotzdem sehr interessant. Ja, wir haben ja
wir wollen ein bisschen Wechselspiel reinbringen. Gestern war es halt super anspruchsvoll für uns auch. Dafür war es heute so ein bisschen ruhiger, dafür wieder mehr mit Leuten gesprochen, über Themen, die gerade auch abgehen irgendwie. Das ist natürlich auch cool. Ich finde es auch geil, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt auf aktuelle Themen reagieren zu können, die so noch kurzfristig auch aufzugreifen, finde ich irgendwie auch cool. Ja, wenn so Beef entsteht, aber immer in der behüteten Triathlon-Community. Da beefen wir natürlich mit. Ja, so sieht's aus. Und dann, die Geschichte mit Patricks Rad ist halt auch abgefahren. Wenn man überlegt, dass das Rad, was ja da stand, nur das Zweitrad sozusagen ist. Ja, weil es, oder das Erstrad, es gibt auf jeden Fall auf dieser Insel zwei von exakt diesen Rädern, weil ja eventuell ja das eine kaputt gehen kann vom Rennen, wie auch immer, dann gibt es ja noch was anderes. Ja, das ist krass, wenn man das sich als Hobbyathlet vorstellt, einfach zu sagen, ich habe hier mein Rad und falls ihr einen Plan habt, nehme ich das andere. Falls das dreckig ist, nehme ich halt ein anderes. Krasse Vorstellung, ja. Ja, aber gut, logisch, ne? Es ist natürlich klar, dass wenn irgendwas sein sollte, man stürzt oder das Rad fällt blöd um, ja, dann willst du natürlich als amtierender Weltmeister nicht aufgeschmissen sein. Solltest du auch nicht. Auf gar keinen Fall, aber trotzdem beeindruckend und ein beeindruckendes Rad, muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. War ein guter Tag, war ein schön entspannter Tag. Man merkt aber auch, dass wenn der Tag so entspannt ist, dann sind wir abends irgendwie weniger in Redeschwall. Ja, das ist richtig, man ist nicht so aufgekratzt. Ja. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen sowas wie so ein Anflug eines schlechten Gewissens. Ich so denke, irgendwie fühlt sich nicht so an wie gestern, aber weil wir auch gestern so unter Dauerstrom standen. Stimmt. Aber ich glaube, das ist, wenn man so, ich sag mal, die Vorspannungskurve vor dem großen Tag sieht, dass wir gestern so auf dem Peak waren. Absolut. Und heute mal ein kleines bisschen wieder runterfahren. Und morgen werden wir nochmal was nachschießen. Ja, man merkt es ja jetzt auch. Auch wir merken, dass die Woche dem Wettkampf einfach entgegengeht und auch jetzt die Tage, ich meine, ich glaube das letzte krasse Highlight, wo richtig Action war, wo nochmal so ein wirklicher Boost ist, war die Pressekonferenz, Wettkampfbesprechung der Profis. Jetzt ist eigentlich alles erledigt, jetzt kommt noch der Check-in morgen und dann ist das Ding durch, dann ist irgendwie der Tag der Tage. Das kommt irgendwie jetzt alles zusammen. Ich finde es echt krass, weil wir uns die Gedanken bisher auch nicht gemacht haben. Das war für mich, für dich vielleicht auch, noch mega weit weg, dass es jetzt das Rennen ist. Und jetzt, ja, zack, ist da. Ja. Krass. Von daher machen wir einen Strich drunter unter diesen Tag. Morgen geht's weiter. Genau, mit frischer Energie. Mit frischer, neuer, alter Energie. So sieht's aus. Cheers. Cheers.